euch und zwar ein neues Favoritenvideo, weil nach meinem letzten sind wieder 2 Monate vergangen. Deswegen dachte ich mir, wäre es mal wieder Zeit für ein neues. Und ich wollte dieses Video eigentlich schon viel früher abdrehen, aber ich war über die ganzen Feiertage und über Neujahr noch in Bayern bei meiner Familie und da habe ich einfach dann noch ein bisschen Zeit mit ihnen verbracht. Und jetzt bin ich wieder zu Hause und jetzt habe ich das Video direkt für euch abgedreht und ja. Ich glaube, mehr habe ich eigentlich nicht jetzt zu sagen in dem Intro. Deswegen wünsche ich euch einfach ganz viel Spaß bei dem Video. Ich hoffe, es gefällt euch und ja, viel Spaß. Fangen wir an mit Beauty. Und was ich euch ja schon in meiner Abendroutine gezeigt habe, war diese Gesichtsbürste von Braun. Die hat eigentlich noch so einen Epilieraufsatz, aber den habe ich bislang noch nicht so oft verwendet. Aber mit dieser Gesichtsbürste komme ich super klar und die verwende ich immer richtig gerne, wenn ich halt zu Unreinheiten neige. Und jetzt 2 Cremes, die ich wirklich schon ewig verwende, aber irgendwie nie direkt empfohlen habe. Und zwar einmal von Kiehl's eine Creme fürs ganze Gesicht und von Clinique eine für die Partie unter den Augen. Und die sind beide etwas teurer, aber die sind sowas von ergiebig. Also ich verwende die schon ewig und da ist immer noch sehr, sehr viel drin. Und ich bin auch sehr zufrieden mit der, mit der Wirkung. Und deswegen dachte ich mir, empfehle ich sie einfach mal in diesem Video. Und jetzt kommen wir zu der Nude Magique CC Cream von L'Oreal, die ich ja erst vor kurzem mir gekauft habe, aber seitdem täglich benutzt habe, weil ich brauche immer nur so einen kleinen Klecks und das reicht dann schon vollkommen aus für mein Gesicht. Und ich finde, die verleiht mir einfach einen richtig schönen, ebenmäßigen Hautton, bringt mir ein bisschen Farbe ins Gesicht und ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden mit dieser CC Cream. Weiter geht's mit den Augenbrauen, weil mich letzte Zeit wieder viele gefragt haben, wie ich sie ausfülle. Und zwar nehme ich entweder einfach einen matten braunen Lidschatten von MAC, habe ich den. Aber da könnt ihr eigentlich jeden beliebigen von irgendeiner anderen Marke nehmen. Und den benutze ich, wenn ich da ein bisschen mehr Zeit habe und das ganz, ganz gründlich machen möchte. Oder ich verwende einfach einen Augenbrauenstift von Catrice, mit dem ich eigentlich echt zufrieden bin. Und ja, damit fülle ich dann halt auch meine Augenbrauen ganz normal aus und bürste sie danach nochmal gründlich durch und benutze auch immer noch ein Augenbrauengel. Das hier ist jetzt von Alverde und so mache ich meine Augenbrauen. Und dann wollte ich euch noch den Master Precise Liquid Eyeliner nochmal ans Herz legen. Von Maybelline ist der und mit dem kann ich sehr, sehr, sehr gut einen Lidstrich ziehen. Vor allem auch sehr feine, weil die Spitze sehr, sehr dünn ist. Und ihr seht, ich komme damit eigentlich mittlerweile sehr gut klar. Und ich ziehe meinen Lidstrich auch immer nur so ungefähr bis zur Mitte der Pupille, wie ihr sehen könnt. Weil ich finde, das steht meinem Auge irgendwie am besten. Und ja, mit dem bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden. Und dann zu meinem Lieblingsparfum aus der letzten Zeit. Und zwar war das That Moment von One Direction. Ich habe Our Moment schon fast leer gemacht. Deswegen habe ich jetzt halt vor allem That Moment benutzt. Und wirklich jedes Mal, wenn ich einen von den Düften trage, werde ich darauf angesprochen. Und die riechen wirklich sehr, sehr gut. Also riecht mal dran. Kommen wir zum Thema Fashion. Und zwar erstmal diese kuscheligen, weichen Pullis, in denen man mich nur gesehen hat. Man könnte meinen, ich hätte nichts anderes mehr im Kleiderschrank gehabt, weil ich wirklich so oft nur diese Pullis getragen habe, weil sie einfach so richtig weich sind und warm halten und auch cool aussehen, wie ich finde. Und was ein weiterer Favorit war, waren diese Choker-Ketten, die ja wirklich nicht jedermanns Geschmack sind, aber ich habe sie so gerne in der Zeit getragen. Einmal diese ganz normale Tattoo-Kette und dann nochmal so eins mit einem Lederband und einem Mondanhänger dran. Und dann auch ein absoluter Favorit waren meine Vagabonds, die ich, seitdem ich sie gekauft habe, fast jeden Tag getragen habe, weil sie einfach so bequem sind und mich auch noch ein bisschen größer machen. Deswegen ein absoluter Favorit. Und zum Schluss die Kategorie Lifestyle. Und zwar habe ich euch ja im letzten Favoritenvideo schon erzählt, dass ich mit PLL angefangen habe. Die Serie habe ich jetzt soweit durch, also auf jeden Fall die Folgen, die schon abgedreht wurden. Und ich kann sie wirklich jedem ans Herz legen. Also wenn ihr euch verrückt machen wollt, dann schaut diese Serie. Na Spaß, aber die ist wirklich sehr, sehr spannend. Und dann habe ich danach angefangen, Gossip Girl zu gucken. Und ich bin jetzt ungefähr in der Mitte der 2. Staffel angekommen. Und gucke es eigentlich ganz gerne, aber sie ist jetzt nicht so übermäßig spannend wie zum Beispiel Pretty Little Liars. Aber finde ich trotzdem so empfehlenswert als
für eine Serie für zwischendurch so. Und dann eine Filmempfehlung, und zwar ist der Film 3 Meter über dem Himmel. Als der Film so angefangen hat, fand ich ihn erst sehr klischeehaft und wusste nicht so genau, ob ich den mögen soll. Aber gegen Ende hat er mich doch sehr packen können und deswegen dachte ich mir, empfehle ich ihn euch einfach mal. Also schaut ihn ruhig mal an, wenn ihr Lust habt. Und dann mal ein Food-Favorite, und zwar diese Nerds von Wonka, die ich so sehr liebe. Eigentlich sind das einfach nur so Zuckerteile, aber die schmecken einfach so geil. Und ja, die habe ich wirklich sehr, sehr gerne in letzter Zeit gegessen. Und ich verlinke euch einfach mal den Shop in der Infobox, von wo ich die habe. Und dann ein weiterer Favorit war in letzter Zeit vor allem wieder Tumblr. Also vor allem auf meinem zweiten Tumblr, wo ich so Sachen reblogge, die ich voll schön finde oder die mich einfach inspirieren und die mir gefallen. Da war ich in letzter Zeit sehr, sehr gerne wieder drauf. Und dann natürlich noch meine Musikfavoriten. Ich habe euch wieder eine Playlist erstellt auf Spotify mit meinen liebsten Songs, die ich in letzter Zeit einfach sehr gerne gehört habe. Also schaut da gerne vorbei. Und mein absolutes Lieblingslied aus der letzten Zeit war auf jeden Fall Someone New von Bangs. Also ich habe mich so in dieses Lied verliebt. Hört da auf jeden Fall mal rein. Und dann 2 App-Empfehlungen. Und zwar habe ich in letzter Zeit sehr gerne diese 2 Sprachen-Apps benutzt, weil ich jetzt wieder angefangen habe, mein Französisch und mein Arabisch aufbessern zu wollen. Und die erste benutze ich dann, um Französisch wieder ein bisschen mehr zu lernen, und die zweite fürs Arabische. Und ich finde die eigentlich ganz cool, wenn man einfach so seinen Wortschatz ein bisschen erweitern will und einfach so die Sprache ein bisschen aufbessern möchte und so Grundlagen lernen möchte. Und die habe ich halt in letzter Zeit deswegen sehr gerne ganz benutzt, weil ich halt, wie gesagt, die Sprachen besser beherrschen möchte. So. Und dann zwar kein Favorit, aber ich dachte, ich zeig's trotzdem mal, habe ich angefangen, in ein Buch jetzt jeden Tag vom Jahr 2015 reinzuschreiben, was der Hauptgedanke von dem Tag war. Also, ob ich glücklich war, ob es mir schlecht ging, was einfach so das Highlight an dem Tag war. Und das möchte ich jetzt versuchen, dieses Jahr durchzuziehen. Ich wollte es erst mit einem Glas machen und dann so Zetteln drin, aber ein Buch ist dann doch ein bisschen praktischer, wenn man auf Reisen ist. Und ja, ich dachte mir, vielleicht ist es eine Inspiration für den einen oder anderen, weil ich mir das ganz, ganz cool vorstelle am Ende des Jahres, wenn man sich das durchliest. Und dann zum Schluss habe ich noch an dem Tag, als ich dieses Video gedreht habe, meine 600.000 Abonnenten auf YouTube erreicht. Und ich wollte mich an dieser Stelle auch nochmal 1000-mal bei euch bedanken. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie krass das einfach nur ist. Irgendwie, wenn man einfach so sieht, wie sehr es immer wieder wächst. Und ich bin einfach so, so dankbar. Und hier könnt ihr noch sehen, wie ich einfach eine Weile so da saß und mir die Zahl angeguckt habe. Es ist so verrückt, weil man könnte meinen, dass man irgendwann mal nicht mehr so geflasht wird von diesen Zahlen. Aber wirklich jedes Mal, wenn ich wieder so einen Meilenstein erreiche, denke ich mir nur so, Alter, das ist einfach nur unglaublich. Also vielen, vielen Dank nochmal an dieser Stelle, und ich habe euch lieb. Und ja, das war's dann von dem Video. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen, und ich freue mich wie immer über ein Feedback von euch. Und jetzt zum Schluss verlinke ich euch dann noch mein letztes Video, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Und ich verabschiede mich von euch. Tschüss!